This is a true love. This is a true love. Maria, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, Roletix hier. Heute in dem Video wollte ich mal vorwarnen, einfach nur Früchte zu essen. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, wenn du einfach nur anfängst, Früchte zu essen. Einmal was von gehört oder so. Und dann einfach zack, von heute auf morgen nur Früchte essen. Es ist immer ein Reinigungsprozess und der Körper muss erstmal eine gewisse Zeit lang sich von gesünderen Lebensmitteln ernährt haben. Du kannst nicht einfach so, selbst wenn du von normaler Kost auf Rohkost springst, werden die meisten Leute immer krank, je nachdem in was für eine krasse Rohkostrichtung man springt. Aber da muss man sehr aufpassen, denke ich, und es dauert wirklich so lange, bis der Körper wirklich mal eine gewisse Reinheit erreicht hat, dass man sich auch von Früchten ernähren kann. Das dauert mindestens 5 bis 10 Jahre, bis der Körper mal wirklich nur Früchte verträgt. Und normalerweise dauert es eben so lang, mindestens 5 bis 10 Jahre. Und es kommt halt einfach immer auch darauf an, wie viel Sport man macht. Es gibt so viele verschiedene Faktoren. Zum ersten einmal einfach Sport. Wie viel Sport machst du? Du kannst nicht erwarten, dass, wenn du irgendwie 40 Jahre alt bist, in deinem Leben noch nie Sport gemacht hast und dann mit Früchten essen anfängst oder fasten. Das geht total nach hinten los. Und wenn man Früchte isst, dann auch nicht zu viel Trockenfrüchte. Ja, mehr naturbelassene Früchte, kernlose Früchte vermeiden. Und ja, wenn du einfach so von heute auf morgen in so eine krasse Ernährungsrichtung reingehst, in eine artgerechte, natürliche Ernährung vom Menschen, dann kannst du dabei sterben, weil, ich meine, es ist wie mit einem Haus. Ein altes Haus, das du renovieren willst, das musst du erstmal begutachten, musst erstmal schauen, ob du das auch einfach so umbauen kannst. Da ist alles instabil, das Grundgerüst von dem Haus steht ja gar nicht mehr richtig. Und wenn du dann anfängst, einfach irgendwas neu da zu machen und einen neuen Balkon hinzusetzen, das stürzt dir das komplette Haus einfach zusammen. Und genauso ist es mit deinem Körper. Du kannst nicht einfach von heute auf morgen alles ersetzen. Und du brauchst eine Übergangsdiät, du brauchst eine Übergangsnahrung, du musst am Anfang mehr Gemüse essen, du musst viel Gemüse sogar essen, du solltest am Anfang noch gekocht essen. Zuerst, wenn du Fleisch isst, dann ist es sowieso, dann musst du erstmal das Fleisch weglassen, dann mal die Weizenprodukte, Gluten weglassen, dann Eier weglassen, langsam Milch. Und wenn du dann mal 1-2 Jahre vegan gegessen hast zum Beispiel, dann kannst du so langsam immer mehr Rohkost einbauen, immer mehr vollwertig essen und dann nach 2-3 Jahren in komplett 100% Rohkost vielleicht einsteigen und ja, dann irgendwann in eine früchtebasierte Rohkost gehen. Und selbst da, das kommt wirklich immer aufs Alter drauf an, wie schnell das geht einfach. Du kannst nicht erwarten, auch selbst wenn du 20 bist, und die meisten Leute kommen auch durch eine Krankheit und so weiter in so eine Rohkostrichtung. Und ja, wenn der Körper schon mal krank ist, dann ist es fast schon zu spät. Es ist nicht zu spät, aber es dauert dann einfach nochmal so viel länger. Dann machen die meisten Leute ja, oder haben vorher auch noch nie wirklich viel Sport gemacht. Und Sport beschleunigt das Ganze sowas von enorm. Wenn du dich jeden Tag ein paar Stunden bewegst, das Ganze wird verdoppelt, verdreifacht, die Geschwindigkeit. Dann kannst du, ja. Auf jeden Fall muss man da sehr vorsichtig sein, wenn man einfach so reinspringt. Das kann man nicht machen. Und man muss sich sehr gut informieren und das Ganze wirklich langsam angehen lassen. Sonst leidet man damit auf jeden Fall Schiffbruch. Und ja, würde ich auf jeden Fall nie empfehlen. Langsam, Übergangsernährung und ja, Schritt für Schritt einfach.
Schritt für Schritt euer Tempo gehen und schauen, wenn zu viel Gifte reinkommen in den Körper, das merkt man auch. Man kennt die Signale dann ganz genau, wenn zu viel, wenn man einfach Körpergeruch entsteht, wenn also viel übermäßiger Körpergeruch entsteht und wenn, ja, wenn einfach, ja, man mehr sieht es auf der Zunge. Zunge ist einfach ein perfekter Spiegel dazu, wenn du Belag auf der Zunge hast am Morgen, wie viel du entgiftest immer. Auf jeden Fall, eine Übergangsdiät ist auf jeden Fall hundertprozentig notwendig und fangt nicht einfach mit einer Fruchtdiät an, mit einer früchtebasierten Rohkost. Kannst du voll vergessen, haut einfach nicht hin. Und ja, das wollte ich heute loswerden und das ist mein Tipp für euch. Kann ich niemanden raten, auch wenn man irgendwie meint, man ist jetzt irgendwie extrem zäh und total hart im Nehmen und kann das schon wegstecken. Das ist Quatsch. Das ist wirklich, es haut nicht hin. Ja, kannst aber wirklich drauf gehen und ja, nicht einfach von heute auf morgen. Macht's gut, Leute. Ciao.